also hier auf die Inselkarte und in Richtung Sumpf. Mit der haben wir auch nicht mehr gesprochen, seit sie uns die Voodoo-Puppe gegeben hat. Ab in den Sarg. Und nun mal wieder den Sumpf entlang fahren. Und ab in die Hütte. Na, geht er zu? Hier haben wir alles betrachtet. Back again, Mr. Threepwood. Welches Glas haben wir da gesehen? Ich weiß es gar nicht, aber wir sprechen sie mal drauf an. About that jar I was looking at. I can't make you any of that potion without some ash from the subject's remains. Gut, wir scheinen also irgendwoher noch Asche zu brauchen. Do I know you from somewhere? Ah, we often forget those who help us most. We do? It was I who told you how to do away with LeChuck. I told you where to find the voodoo anti-root, and how to turn it into the powerful ghost-dissolving potion you needed. Oh yeah, now I remember! Können Sie uns noch etwas über unsere Zukunft erzählen? I'd like to have my fortune read. I see a hard road for you, Guybrush. Things didn't get easy for you when you defeated LeChuck, did they? People only wanted more. You had to keep proving yourself over and over. The pressure kept mounting until you lost it all. Your fame, your fortune, the one you love. Okay, that's enough. Und vielleicht können Sie uns noch etwas über die Voodoo-Puppe erzählen? About that voodoo doll? Yes, it worked pretty well, didn't it? I still have the touch. Well, that's enough voodoo for me. Bye. So be it. Gut, dann haben wir uns jetzt verabschiedet. Die hat uns auch nichts Neues erzählt. Und auch keine Karte für den Kostümball. Beziehungsweise keine Reservierung. Aber wir haben ja auch absolut nichts dabei, was wir irgendwie in ein Kostüm verwandeln könnten. Und dass unser Aufzug ein Kostüm ist, wird uns ja auch nicht abgenommen. Gibt es vielleicht irgendwo noch einen Affen, mit dem wir mit der Banane interagieren können? Wir können gucken, ob mittlerweile der Leuchtturm auf ist, aber ich vermute nicht. Also lassen wir das wahrscheinlich. Can't reach it. Der Wirt hat uns wahrscheinlich auch nichts Neues zu erzählen, auch wenn wir da ja jetzt angestellt sind. Ah, hier ist der Affe. You're supposed to be cooking. I had to go to the grocery store. Nice try, but not good enough. You're fired. Gut, das ist auch nicht so schlimm, wir haben das Gold bekommen. Und geben dem Affen mal eine Banane. Hey, don't bug the monkey! Gut, das geht nicht. Rein dürfen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Hey, hired help only! Können wir. Hier, wir können ihn wohl nur nehmen, betrachten und benutzen. Betrachten wir ihn doch erstmal. He's cute. Können wir ihn auch nehmen? I don't want to disturb him. Können wir noch mal mit dem Wirt reden? Excuse me. Yeah, boy? Largo LeGrand has left Scab Island for good. Well, well. I guess all those laxatives I was slipping into his drinks finally got to him. What? Don't worry, I don't put them in all the drinks. Vielleicht können wir uns denn jetzt einen Grog bestellen? Grog, please. I'll need to see some ID for that. Dann versuchen wir es mal mit dem Büchereiausweis. Will you accept a temporary library card? Let me see it. Pirate?
We don't serve your type here. Really? No, just jerking your leg. All right, can I get you that drink now? Ja, dann nehmen wir den. Yeah, I could really use it. Name your poison. What do you got? Well, we have some specialty drinks here at the Bloody Lip, like Yellowbeard's Baby, Bloody Stump, and Blue Whale. Ich denke mal, wir versuchen einfach mal alles zu nehmen. I'll have Yellowbeard's Baby. Well, you can try, but I don't think nature's on your side. Just give me the drink, please. Hey, I have to crack jokes. It's a union thing. That'll be one piece egg. Okay. Here you go. And here's a complimentary crazy straw. We give them to all new customers of the Bloody Lip. Bartender, give me a drink. Name your poison. Give me a bloody stump. I can't. Chainsaw's out of gas. Hilarious. Yeah, I cracked myself up. That'll be one piece egg. Okay. Here you go. Bartender, give me a drink. Name your poison. Mix me up a blue whale. Sorry, blender's not big enough. But seriously, that'll be one piece egg. Okay. There she blows! Ja, seine Witze waren ja echt gut. Nice place you have here. Well, see ya. Wir haben jetzt also einen gelben, einen blauen und einen roten Drink. Zufälligerweise die roten Farben, damit können wir dann wahrscheinlich auch andere mixen. Und einen Strohhalm, mit dem können wir vielleicht beim Weitspruchwettbewerb gewinnen. Also ab nach oben aufs Oberdeck. Dann aus Boutique raus. Und dann fahren wir mit Captain Dread wieder nach Booty Island. Where do you want to go? So, da wären wir. Dennoch schnell zum Spuckwettbewerb. Cruises. Vielleicht gewinnen wir da ja ein Kostüm oder etwas. I hear there's some scouts here from the pro spinning circuit. Und benutzen nur den Strohhalm. Come on, it's all paid for by Booty Island Parks and Rec. I don't want to suck that. You think spitting is gross? I'll tell you what's gross. Swallowing that stuff is gross. Mit der Spannungslinie geht er wahrscheinlich auch nicht. Don't let this grass wither up and die. Juicius Maximus has returned. Spit away! Hey, spitter, 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 spitter. Haben wir jetzt gar nicht den Strohhalm dabei? At least he's consistent. That doesn't quite qualify. Now, how about the rest of you? Ach, der ist das auch, der dann, Did I hear somebody swallow? Wenn wir hier das Schiffsform benutzen, geht der vielleicht dahin. Turn a disgusting habit into a prestige-winning skill. Two, four, six, eight. Können wir nun hier hinspucken oder so etwas? False alarm. First place. As I was saying, you think spitting is gross? I'll tell you what's gross. Swallowing that stuff is gross. Cheap? With everyone watching? Don't let this grass wither up and die. Just look at this juicy crowd. First place. No. False alarm. As I was saying, everybody already has the necessary equipment. Okay, nun versuchen wir das nochmal. Juicius Maximus has returned. Spit away! Denn hey, spitter, spitter, spitter! Würfen wir nochmal und nochmal. Und spucken. It looks like he's rallying. Looks like third place. I think that deserves a little applause. Now, how about the rest of you?
kriegen wir jetzt noch irgendwie einen Preis oder so etwas? Don't let this grass wither up and die. What was that? Did I hear somebody swallow? Können wir das nochmal verändern? What a waste. Made in Hong Kong. Just look at this juicy crowd. Dann betrachten wir die Flagge. As I was saying, second place. Everybody already has the necessary equipment. Cheap? With everyone watching? Come on, don't be shy. Let it fly. This may be your last chance at popularity and success. Deswegen können wir nicht weiter schummeln. As I was saying, turn a disgusting habit into a prestige-winning skill. Nochmal versuchen. Juicius Maximus has returned. Spit away. You stink. Home baby. Und spuck. Home baby. Once again, looks like third place. Now, how about the rest of you? Gut, und mit dem Strohhalm ging das ja, glaube ich, auch nicht. Können wir vielleicht den Drink trinken? Geht wohl nicht, aber wir können die ja wahrscheinlich mischen. Können wir einen Orangen in dieser Tasse? Thousands will spit. Hundred will win. Könnte ja irgendwie was hier rum imitieren oder so. Even a child can do it. In fact, they do it very well. Aber wo wir das brauchen, weiß ich noch nicht. Everybody already has the necessary equipment. Gibt's denn irgendeinen, der Durst hat oder so etwas? Auf dem Schiff nicht. In der Stadt glaube ich auch nicht. Am Baum ist keiner. Wir könnten gucken, ob wir damit beim Wachhäuschen die Wache abfüllen könnten. Und vielleicht kriegen wir dann auch ihr Kostüm. Is there something I can help you with? Dann fragen wir mal nach der Party. You mentioned a party before? Did you bring a costume? I didn't want to go anyway. Suit yourself. Gut, da können wir nichts mit nichts interagieren. Also, wie kommen wir an ein Kostüm? Können wir vielleicht den Kostümbesitzer irgendwie bestechen? Den Ladenbesitzer? Oder vielleicht können wir auch dem Augustus Devart hier den Drink geben und uns dann sein Kostüm dafür holen. That doesn't seem to work. Gut, dann nicht. No, thank you. Können wir dem irgendwas anderes geben? Vielleicht braucht er ja Gold. No, thank you. Gibt es vielleicht noch etwas anderes, das wir kaufen müssen, um weiterzukommen? See the world. Also nochmal ab in den Shop hier. Ich hätte ja eigentlich ganz gerne den Papageien. Vielleicht können wir den füttern und dann ist er bei uns. The bag is empty. Kaufen den glaube ich auch nicht. Sorry, he's not for sale. Und den Spiegel. He likes it where it is. Das Steuerrad konnten wir nicht. Die Vase wahrscheinlich nicht. Was können wir eigentlich mit dem Rock'n'Roll-Porzellanteller machen? Betrachten wir ihn doch erstmal. I always wanted one of these. Müssen wir irgendwo aufhängen können, aber wo? Können wir eigentlich jetzt den Drink austrinken? Ja. Haben wir etwas anderes, was wir da noch verwenden könnten? Also noch nichts, was irgendwie Sinn macht. Ach, bringen wir den nochmal zum Schießen.
Maybe that's the mailboat. That ought to do it. Gut, der kommt auch nicht mehr. Cruises. Also ist das abgearbeitet. Sightseeing. Sie weiß wahrscheinlich auch nichts Neues. Check it out. Cruises. Flugblätter haben wir. Chartern können wir das noch nicht. Wir können dann... Ja, also sie hat wohl einen Beinagrock in der Blutigen Lippe verkauft. Da sprechen wir sie doch mal drauf an. Are you the same Kate who bought all the near grog at the Bloody Lip? Yeah, and you can't have any of it, so don't ask. I just remembered, I'm late for a party. You and everybody else on this island. If you need a ship, you know where to find me. See the world. Können wir ihr vielleicht den Drink geben? See the world. Thanks, but no thanks. Cruises. Und wenn wir den Beinahe-Grog haben, geht das? Where do you want to go? Also wieder nach Skep Island. Und ab in die Kneipe. Dann reden wir nochmal mit dem Barkeeper. Excuse me. Yeah, boy? Bartender, give me a drink. Okay, but give me back your empties. I'm running out of glasses. Sure. Now, name your poison. Dann nehmen wir nochmal alle drei. I'll have Yellowbeard's baby. That'll be one piece of egg. Okay. Here you go. Bartender, give me a drink. Name your poison. Dann noch den blutigen Give me a stump. Bloody stump. That'll be one piece of egg. Okay. Here you go. Bartender, give me a drink. Name your poison. Dann den blau-weißen Mix me up a blue whale. That'll be one piece of egg. Okay. There she blows! Bartender, give me a drink. Name your poison. Come to think of it, I'm not that thirsty. Don't have the stomach for it, eh? Schade, den, beinahe... Grog oder so kriegen wir denn wohl nicht. Nice place you have here. Well, see ya. Will denn irgendwer was trinken? Hiermit müssen wir höchstwahrscheinlich irgendwas richtig mischen. Aber das kriegen wir wahrscheinlich erst raus, wenn wir wissen, wer das ist, der den haben möchte. Mit dem Strom können wir noch nicht beim Weitspruchwettbewerb teilnehmen, wie es aussah. Vielleicht hat er mich da auch nur verklickt, das können wir nochmal ausprobieren. Mit dem können wir nicht weiter interagieren. Na, ich wollte doch zum Spuckwettbewerb. Come on! It's all paid for by Booty Island Parks and Rec. Just look at this juicy crowd. Also, probieren wir das nochmal mit dem Strohhalm. Just put your two lips together and blow. Prove to me that you guys are at least as fun as a pack of llamas. Juices Maximus has returned. Spit away. Spucken wir einfach mal so. Well, no records here. Looks like third place. Now, how about the rest of you? Everybody already has the necessary können wir equipment. Mit dem Drink ausprobieren? You think spitting is gross? I'll tell you what's gross. Swallowing that stuff is gross. That doesn't seem to work. Even a child can do nicht. It. In fact, they do it very well. Wir können auch nicht weiter bescheißen. No volunteers.
If Blackbeard were here, he'd shoot you all right now. Dann betrachten wir die Flagge einfach Valuable mal. Valuable prizes. Third place. Okay, now, who's gonna be next? First place. Come on! It's all paid for by Booty Island Parks and Rec. Everybody already has the necessary equipment. Da funktionieren die Drinks also wahrscheinlich nicht. You think spitting is gross? I'll tell you what's gross. Wir haben auch noch keinen Grund, wie wir damit abfüllen können. I hear there's some scouts here from the pro spitting circuit. Ooh. Turn a disgusting habit into a prestige-winning skill. Mit der Menge können wir nicht weiter interagieren. Everybody already has the necessary equipment. Die Banner bringen wahrscheinlich auch nicht. Let it fly. See the world. Stan hat auch nicht irgendwo ein Dings liegen. Wie nennt sich das? Help! I can't get out of here!